Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf der Berlin Brettspielcon am Stand von Eggert Spiele und bei mir ist auch Peter Eggert. Peter, eure neuesten Neuheiten war ja, dass ihr mit Plan B zusammen fusioniert seid, beziehungsweise Plan B euch übernommen habt. Das ist jetzt schon ein paar Monate her. Bist du denn bisher zufrieden und wie hat sich das Ganze so gefügt? Ja, ich bin sehr zufrieden. Der Anfang war halt ein super Start, gerade mit dem Azul. Also so ein erfolgreiches Spiel hatten wir noch nie. Aber auch die anderen Neuheiten, die jetzt hier gerade erscheinen, laufen sehr gut an. Mir persönlich gefallen sie sehr gut. Also das ist schon mal ganz toll. Und was ist jetzt deine Rolle bei Plan B Games? Welche Funktion hast du da? Also schwerpunktmäßig mache ich halt Scouting und Entwicklung der Spiele. Also das, was ich vermeintlich am besten kann und am liebsten mag, das ist jetzt mein Hauptarbeitsgebiet. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die Entscheidung dir nicht so leicht gefallen ist, weil Eggert Spiele steht ja auch für deinen Namen und das dann wegzugeben war sicherlich keine einfache Entscheidung, oder? Einerseits nicht, andererseits hatten wir schon länger drüber nachgedacht. Der Name ist ja vor 23 Jahren sowas entstanden, ich habe mir das nie ausgedacht. Hatte einer in der Purple Revue geschrieben und gedacht, Mensch, Eggert Spiele hat das Duna Wattrennen präsentiert, so ist der Name entstanden. Und dann kam aber auch letztendlich die Entscheidung, ich werde immer älter, die Entscheidung stand an, wir hätten noch weiter wachsen müssen, wir hätten noch Leute einstellen müssen, aber für die hätte ich auch noch lange Verantwortung gehabt, sodass wir immer schon mal überlegt haben, Mensch, wenn wir da einen passenden Partner finden würden, wäre das eine Option. Und so ist es denn dazu gekommen, dass wir das gemacht haben. Und jetzt hier nach Berlin habt ihr vor allem das Coimbra mitgebracht als Neuheit, sogar so ein bisschen als Preview kann man es hier schon kaufen, so ganz limitiert. Wie war denn so die Zusammenarbeit jetzt bei Coimbra? Kannst du das so ein bisschen erzählen, wer hatte da jetzt welchen Anteil, wer hat was gemacht? Oh, da muss ich richtig überlegen. Ich glaube, das lag sowohl bei uns als auch beim Plan B, aber Plan B hatte schneller schon den Vertrag unterschrieben. Und sollte halt bei Plan B rauskommen. Aber mit solchen Vielspielerspielen hatte das Team auch noch nicht so viel Erfahrung. Und somit passte es ganz gut, dass wir seinerzeit Azul gesagt haben, gut, das geht rüber, wird ein Plan B, ein Familienspiel. Coimbra betreuen wir. Und weil es ein Vielspielerspiel ist, wir haben die spielerische Entwicklung weitergemacht und die ganze Grafik, Layout, das kam dann wieder vom kanadischen Team. Und was die Spieler neben Coimbra auch noch heiß erwarten, ist die Erweiterung zu Great Western Trail. Kannst du dazu was sagen? Was wird es da Neues geben? Ja, da warten die zu Recht drauf, weil es ist eine sehr schöne Erweiterung. Ich war ja nie ein Freund von Erweiterungen, aber alle Erweiterungen, die bei uns rausgekommen sind, haben auch alle sehr gute Standing, sehr gute Votings bekommen. Und auch dieses Spiel macht das halt nochmal spannender, weil wenn man 10, 20, 30 Mal gespielt hat, hat jeder schon seine Strategie, wie beliefere ich welche Station am besten. Und das wird jetzt komplett anders. Und es sind wieder neue Herausforderungen, noch mehr Möglichkeiten, macht es aber weder länger noch komplizierter. Ist halt ein bisschen komplexer, weil ich mehr Möglichkeiten habe, aber sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt haben wir über die Spiele gesprochen, die ihr auf der GenCon rausbringt. Ich glaube, Great Western Trail, die Erweiterung, kommt auch zur GenCon, oder? Genau. Die müsste eigentlich auch schon da sein, unterwegs sein. Mhm. Habt ihr denn für Essen noch weitere Neuheiten geplant oder ist es so, dass das praktisch dann für Essen auch eure Neuheiten sind? Aber das sind die Neuheiten, die sicher da sind und die auf jeden Fall fertig da sind. Wir haben noch zwei, drei andere Spiele, die rauskommen werden. Wir hatten jetzt ja schon das neue Azul angekündigt. Und dann sind da noch zwei Neuheiten, die aber noch nicht exakt fertig sind, sodass ich nicht weiß, ob die rechtzeitig zur Messe da sind. Also so ein kleines Überraschungspaket. Oder magst du schon ein bisschen was verraten? Ja, Überraschungspaket ja, auch verraten. Das eine Spiel, was kommen soll, ist wieder vom Alexander Pfister, mit dem wir ja schon Mombasa und Great Western Trail gemacht haben. Und das andere ist von einer ganz, ich würde sagen, für mich unbekannten Autorin. Aber das hängt viel vom Material ab und da muss ich jetzt mal gucken, wie weit wir hier sind. Wird das wieder ein Expertenspiel von Alexander Pfister? Ja, also das wird wieder ein Kenner-Expertenspiel und das andere wieder ein einfaches Spiel, mehr so Geschicklichkeit, mehr so ein Pretzel-Game. Right. Nicht mehr, wird ein Pretzel-Game werden.
Ja, das sind doch schon mal tolle Neuigkeiten, die auch Lust darauf machen, mehr zu erfahren. Jetzt wollen wir aber dich noch mal ein bisschen näher kennenlernen und auch mit dir eine Runde schnelle Fragen, schnelle Antworten spielen. Ja. Ich stelle dir einfach die kurzen Fragen und du antwortest aus dem Bauch raus das Erste, was dir einfällt. Okay. Was ist deine Lieblingsspielerfarbe? Die Downtime ist mal wieder viel zu lang. Was machst du, bis du wieder dran bist? Am iPhone daddeln. Dein Haus brennt ab und du darfst nur ein einziges Spiel retten. Welches wäre das? Das Dunawatt-Rennen. Würfel oder Karten? Würfel. Warum? Weil beim Dunawatt-Rennen wird auch gewürfelt. Was ist deine Lieblingsspielart? Rennspiele. Und was für ein Spielertyp bist du? Mehr so der Bauchspieler und anfangs liege ich immer vorne, wie beim Rennen. Und am Ende wird es meistens knapp, weil die anderen haben Ressourcen gespart und ich nicht. Ich habe immer alles ausgegeben. Und manchmal reicht es, manchmal eben nicht. Ja, wunderbar. Dann kommen wir zum Abschluss, wie bei immer bei unseren Interviews, noch mal ein bisschen auf die Zukunft zu sprechen. Was planst du so für in 5 Jahren? Wo siehst du da Plan B Games oder auch Eggert-Spiele? Was habt ihr euch da vorgenommen? 5 Jahre ist in meinem Alter schon ziemlich langer Zeitraum. Aber ich hatte letztes Jahr ja gesagt, ich will auf jeden Fall noch 3 Jahre Vollzeit weiterarbeiten. Das mache ich auch und was danach kommt, das muss ich schlichtweg mal sehen. Aber in 5 Jahren weiß ich nicht. Dafür ist das alles noch zu neu. Ne? Ja, vielleicht genießt du dann auch die Zeit auf Spieleveranstaltungen wie hier und setzt dich dann mal hin, um die Spiele zu testen und tatsächlich auch mal zu spielen. Ja, das wird sicherlich nicht aufhören. Aber ob das jetzt immer hier ist oder lieber in kleineren Runden, wo es leiser ist, das müssen wir dann mal gucken. Aber spielen werde ich weiterhin sicherlich immer wieder. Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das Interview und drücke euch die Daumen, dass die neuen Spiele gut ankommen, dass vielleicht die beiden von dir angekündigten Spiele es bis Essen schaffen. Und genau, wie gesagt, vielen Dank fürs Interview. Ja, bitteschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.